Am Fuße der Burg Neulenkbach kam es in der dritten Runde der Planet Pure Frauenbundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen SV Neulenkbach und dem FC Bergheim. Neulenkbach tat sich in den letzten Jahren immer wieder schwer gegen das Team aus Salzburg. Es wird Zeit, dass wir heute diese Statistik verbessern, um schon langsam in die positive zu kommen. Ich bin aber total überzeugt davon, dass wir es auch schaffen werden heute. Wir sind gut drauf, wir haben eine Leistungssteigerung gezeigt in Innsbruck. Wir haben meiner Meinung nach ganz gut trainiert diese Woche, also spricht nichts dagegen. Um an der Tabellenspitze dran zu bleiben, fordert Trainer Graf zwei wesentliche Dinge. Zweikampf und Härte, das war nämlich immer das, was uns gegen Bergheim, speziell gegen Bergheim gefehlt hat. Das war für meiner Meinung nach immer so eher lasch. Und das waren die Schlagwörter heute, ist einfach Zweikampf und Härte. Ja. Bergheim konnte aus den ersten beiden Spielen 4 Punkte einfahren. In Neulenkbach musste das Team von Andreas Strasser leider verletzungsbedingt auf Kapitänin Sarah Sturm verzichten. Sie laboriert an einer Schambeinentzündung. Neulenkbach hat sie doch auch verstärkt. Ich glaube, man braucht einen Nienerburger sagen und auch mit sehr anderen jungen Talenten. Und unser Plan wird sein, dass wir heute einfach wirklich konzentriert hinten stehen, uns richtig reinhauen und so lange wie möglich die Null halten und dann einfach vorne unsere Chancen, die wir bestimmt kriegen, eiskalt zu nutzen. Der Matchplan ging in den ersten Minuten alles andere als auf. Neulenkbach drückte von Beginn an auf den Führungstreffer. In der 10. Minute war es Nicole Bauer, die nach einer Flanke das Leder im Tor unterbrachte. Für sie war es der erste Saisontreffer und gleichzeitig das erste Meisterschaftstor im Neulenkbach-Trikot. Neulenkbach war in Folge immer wieder brandgefährlich und so war es wenig überraschend, dass nur 8 Minuten nach dem 1:0 auch das 2:0 fiel. Nienerburger bewies Köpfchen und verwehrte den Eckball. Wie vor dem Spiel von Trainer Graf angesprochen, fightete Neulenkbach in den Zweikämpfen und bewies Härte. Doch Bergheim fand immer besser ins Spiel, kombinierte gut und kam in der 41. Minute zu dieser Großchance. Chiara Kubis scheiterte unglücklich an der Stange. Doch vor der Halbzeit sollte Bergheim doch noch ein Tor gelingen. Und zwar unter der Mithilfe von Torfrau Jessica Boos. Die deutsche Torfrau verfehlt unglücklich den Ball im Fünfer. Großen hat aufgepasst und nimmt dieses Geschenk dankend an. Wechselhaft wie das Septemberwetter präsentierten sich beide Teams in der ersten Halbzeit. Neulenkbach-Coach Graf war bei der Halbzeitansprache gefordert. Wenn es einmal so vermeintlich locker läuft, scheitert man vielleicht unbewusst einen Gang zurück von der Aggressivität her, vom Zweikampfverhalten her. Und man hat sofort gesehen, sofort, im Moment, wenn du das nachlässt, ist der Gegner da und er war da. Und da haben wir Probleme gehabt. Es war nicht unverdient, dass sie Tor gemacht haben. Jetzt wird es überheblich klingen, aber ich war nicht unglücklich, dass es Tor gefallen ist, um wieder vielleicht ein bisschen aufgeweckt zu werden. Ja, wir haben natürlich versucht, dass wir Spiel wieder aufbauen wie die letzten Jahre. Wir sind, glaube ich, in den ersten 20 Minuten haben wir uns ein bisschen einfinden müssen und haben noch 20 Minuten dann, glaube ich, eigentlich ganz gut mitspielen können, beziehungsweise Chancen auszuspielen können. Leider natürlich Stange auf die Torfrau geschossen, haben wir nicht verwerten können, aber leider haben wir dann in der zweiten Halbzeit die Innenverteidiger verloren und dann ist es ein bisschen chaotisch geworden. Wie von Anna Hengstl angesprochen, musste Julia Kastner nach diesem Fall frühzeitig unter die Dusche. Nachdem sie in der 50. bereits gelb sah, war nach Gelb-Rot für sie Schluss. Die Niederösterreicherinnen fanden allmählich wieder zurück in die Spur und tauchten in Person von Nienerburger immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste auf, wie hier in der 68. Minute. Das 3:1 lag in der Luft. 5 Minuten später die Erlösung aus Sicht der Neulenkbacher Fans. Die Heimkehrerin Nienerburger konnte unbedrängt in den Strafraum eindringen und bediente Linda Mittermeier optimal. 3:1. Ja. Trainer und Zuseher bekamen noch einen weiteren Treffer zu sehen. Ähnlich wie beim Treffer zuvor setzte sich Nienerburger über links durch. Katharina Ikerner machte das wunderschön. Dreht sich mit ihrer Gegenspielerin und knallt den Ball unhaltbar ins untere Eck zum 4:1 Endstand. Ja, also der Matchplan ist zuerst mal überhaupt nicht aufgegangen, weil wir wollten eigentlich defensiv verteidigen, so lange wie möglich als 0-0 halten. Dann bist du relativ schnell 2-0 hinten, dann musst du eigentlich alles
über den Haufen schmeißen. Das haben sie aber dann relativ gut gemacht, haben wir selber schon, bevor ich umgestellt habe, eigentlich selber intern umgestellt, dass wir offensiv vorne drauf gehen, dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Ja, und dann eben, da musst du halt vielleicht die ein oder andere Chance musst halt machen, weil du halt gegen Neulengbach jetzt nicht 15 Chancen kriegst, sondern halt nur 3-4. Und wenn du die halt nicht machst, dann kann es natürlich einmal sein, dass du nichts mitnimmst. Genau. Wir haben von Anfang an heute eigentlich gut gespielt. Nur erste Halbzeit haben wir dann ein bisschen den Faden verloren nach dem 2-0, wo wir vorne waren. Warum auch immer, hätten wir vielleicht geglaubt, dass das alles so ein bisschen locker geht. Geht nicht so. Das haben wir dann gemerkt, dass an der ein bisschen ins Spiel kommen, haben natürlich ein unnötiges Tor kassiert. Kann aber passieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir es eine zweite Halbzeit oder auch wegen der zweiten Halbzeit verdient gewonnen mit 4-1. Jetzt bin ich guter Dinge, dass es noch vorwärts geht. Natürlich schaut man sich die Auslosung auch an. Die Auslosung spricht jetzt nicht gegen uns. Und da könnte man schon in den nächsten zwei, drei Runden vielleicht das Punktemaximum schaffen. Aber wie gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Keine Frage, aber der Sieg hat sehr, sehr gut getan. Also wir hätten zwar trotzdem gerne heute einen Punkt mitgenommen, aber wir sind mit 4 Punkten absolut im Soll und freuen uns auch jetzt schon wieder aufs nächste Match gegen die Austria, dass wir da wirklich auch wieder so quasi von Mentalität her und vom Kämpferischen das auf den Platz bringen. Und dann, glaube ich, spielen wir insgesamt eine gute Saison. Nächste Woche geht es für Neulengbach nach Altenmarkt und Bergheim empfängt Austria Landhaus.